Soeben fertig geworden. Es ist das wunderbarste Geburtstagsgeschenk, das Sie in der ganzen Stadt finden konnten. Wirklich? Das ist fein. Für Edgars Geburtstag muss es gut sein. Wir veranstalten eine kleine Feier, so ganz unter uns. Und ich hoffe, mit meinem Geschenk den Vogel abzuschießen. Hör auf mit dem Lärm. Ich schicke meinen Bruder sofort zu Ihnen. Manfred. Ja, ich warte. Er kommt sogleich. Danke. Aber Manfred. So hör doch auf mit der Blaserei. Na, Kinder, wie gefällt sie euch? Fabelhaft, Muttchen. Sehr schön. Für 50 Lichte viel zu klein. Also hör auf zu spotten, Manfred. Wir wollen ihm doch den heutigen Geburtstag nicht verderben. Ach. Bitte, sei so gut und hole von Juwelier Bachmann die goldene Uhr und Kette, die ich ausgesucht habe. Hallo, hallo, langsam, Bobby. Du darfst hier nicht hinein. Kannst du nicht lesen? Also mach, dass du wegkommst. Vorwärts. Nun los. Geh schon. Vorwärts. Bobby, wie kommst du her? Um Gottes Willen, so ein Unglücksviech. Na, warte. Komm, komm her, Hündchen. Komm her. Na, Bobbychen, komm her. Komm her, Hündchen, komm. Schnell hier, Hoppchen. Hopp, schnell. Hoppchen. Bitte, Bauer muss jeden Augenblick kommen. Schon gut. Der hat eine Ruhe. Florence, Edgar. Er kommt schon. Ach, und ich habe noch kein Geschenk. Doch das macht nichts. Schnell, verstecken wir uns. Oh ja, schön. Los, Mais, kommst. Die machen da oben wieder einen schönen Krach. Oft genug hast du schon Geburtstag gehabt. Wie kann man sowas vergessen? Manfred, hör doch auf! Edgar, lass ihn. Ja, was ist denn das? Ach, Edgar! Ist der süß! Du, ist der für mich? Der kann auf dem Sofa schlafen oder in Manfreds Bett. Ich schmeiß die Gesellschaft hinaus! Na, höchste Zeit! Wer ist denn da? Was ist denn eigentlich los? Finde, werde ich selber dort einziehen. Und ich verbitte mir den Lärm mit dem Feuerhorn. Unbesorgt. So ein schrecklicher Mensch kommt hier herein und reißt unseren Kronleuchter runter. Aber Manfred, geh doch bitte jetzt zum Juwelier und hole mein Geschenk. Edgar wird bald wieder zurück sein. Sie sind zufrieden. Die ist viel zu gut für ihn. Ei. Hallo, Daddy. Da, da,
da, Teddy. Da, ei, Teddy. Oh, um Gottes Willen, die Uhr. Du, lass das liegen, Teddy. Komm, gib her, Teddy. Gib, komm, gib her die Uhr. Um Gottes Willen. Teddy, der frisst die Uhr auf. Komm her, Teddy. Komm, mach's Maul auf, gib's her. Komm, gib schön die Uhr auf. Teddy, mach's Maul auf. Da, jetzt frisst er die Uhr. Ach, schöne Bescherung. Er ist mir nur bis hierher nachgelaufen. Nachgelaufen? Das ist nicht wahr. Machen Sie, dass Sie hinauskommen, dann schmeißen wir samt dem Köter raus. Raus, du Bestie! Raus, du Hund! Du Vieh, jetzt raus! Racker, raus mit dir! Komm, komm, komm her, Teddy, komm, los, hoch! Raus, komm! Komm, komm, du springst schon. Los, runter. Los, komm, spring. So. So, komm, Teddy, komm, komm. Hoch. So. Komm. So. Nun raus mit der Wahrheit. Wer von euch hat die Uhr gefressen? Wie alt? Ist es zu spät ist. Florence? Eddie! Also den Hund bin ich losgeworden. Hast du dich aber fein gemacht. Für dich, Edgar. So. Und Mutter auch? Jawohl, alles zu Ehren deines Geburtstages. Ja. Schade, dass Manfred noch nicht da ist. Wir haben eine Überraschung. Jawohl, Edgar, ein Geschenk. Oh, Kinder, das war aber wirklich nicht nötig. Psst, oh, das ist Manfred. Ha, er versteckt es in der Küche. Er freut sich genauso auf die Überraschung wie wir. Mhm. Manfred, komm herein. So, komm doch schon. Edgar ist da. Manfred, hast du die Kuchen schon eingeteilt? Eingeteilt? Ich wollte mir gerade ein Stück abschneiden. Wenn du vorher Kuchen isst, hast du keinen Appetit zum Mittag. Also, was ist mit der Überraschung? Ja. Ja, wo mit ist der sie? Überraschung ist gute. Die Überraschung meinst du? Die ist in der Küche. Oh, fein! Er hat es versteckt. Ich hab's ja gewusst. Ist das nicht nett? Du musst es suchen. Komm, Liebling. Geh du voran, Schwager. Nun, Edgar, ist es nach deinem Geschmack? Ich danke. Wir haben es zusammen ausgesucht und Manfred hat es eben hergebracht. Das ist Mama, Mama. Eddie! Aber Schwiegersohn, Sie sollten sich was schämen. Eddie, gefällt dir mein Geschenk nicht? Deine Geburtstagsgeschenke fressen gerade meine Torte. Aber Edgar, haben Sie denn den Verstand verloren? Es handelt sich doch ums Geschenk. Wo ist es? In einem der Bären. Oh, oh Gott. Das ist mir da oben. Edgar, halt die Tür zu. Also halt die Tür zu. Pass auf, dass du nichts passiert. Krieg dich nicht auf, Menschen. Du brauchst deine Ruhe. Also Manfred, du hast doch die Bären hierher. Ja. Nun gut, dann bring sie auch wieder heraus. Oh, die Bären, die ruinieren wieder die ganze Wohnung. Wir haben doch hier keinen Bärenbringer. Los, machen wir der Gesellschaft ein Ende. Oh, Herrmann. Ein für alle Mal. Und sie, raus. Los, raus, du Biest. Scher die Bären raus. Gut. Wie Sie wünschen. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie noch ein einziges Mal blasen, dann rufe ich die Polizei. Verstanden? Ah.
Sie sich, Herr Wirt. Die Dame hat recht, aber ich konnte nicht dafür. Mein Edgar, schmeiß doch bloß die Fehlen heraus. Aber so wie ihr die ganze Zeit rausspringen, ja, Manfred, mein Junge, pass auf. Sind Sie noch nicht draußen? Wir packen gerade. Also in einer halben Stunde müsst ihr mit der Packerei in der Wohnung fertig sein. Auf! Und der Mieter haben Sie auch. Hilfreichheit übersteigt alle Grenzen. Den Kerl schmeißt auch raus. Ja, schmeißen Sie raus, bitte. Mit dem wird er nicht so schnell fertig wie mit uns. Geh schon schlafen, Liebling. Du musst nur noch diesen Bericht fertig schreiben. Ja, Schatzi. Raus oder ich schieße! Wo sind Sie denn? Hier im Zimmer drin! Los, ja, wo ist denn die Beste jetzt drin? Wo ist die Beste? Was? Du soll erst loskommen! Aus!